Jo, was geht ab? Vor ein paar Tagen erschien ein Diss-Track von Edis de Breite, der gehört irgendwie wohl zum KC Rebel, seiner ja, Crew, Gang, was auch immer da, seinem Umkreis. Und sein Diss-Track richtete sich wohl an die ganzen Twitcher aus Deutschland und da hat er sich von A bis Z alle alphabetisch abgearbeitet sozusagen. Ich glaube, da hat er auch kein Buchstaben da ausgelassen. Aber einem hat das wohl gar nicht so gefallen. Und das gucken wir erstmal die Lyrics da an. Und das geht Buchstabe C, C wie der Choleriker, Cham Rock, die Oberdiva, Kudo rief mich gestern an, er hätte gern sein Logo wieder. Und das war wohl der Auslöser, dass der Cham Rock dann ziemlich hart ausgerastet ist in seinem Stream. Aber wir gucken erstmal das Logo an. Ich glaube, ja, genau. Also sieht man gut, ja. Das ist wohl von Kudos Album in so Cover und genauso, also ähnlich sieht auch das Logo, glaube ich, von ja, von Chambrocks Modemarke. Ja, und das hat ihm wohl gar nicht geschmeckt. Und da gehen wir jetzt in sein Twitch rein. Leider gibt es nicht so sein einziges Twitch-Ausschnitt, aber einer, ich ist Kyros hat auch darauf reagiert, was auch ziemlich lustig ist, die beiden dann da zu sehen, Alter, wie die sich gegenseitig anschreien. Also, ja, gucken wir erstmal an und dann weiß man schon, was ich meine. So, ich habe schon ein bisschen vorgespielt, weil zuerst Kyros, glaube ich, hat auf den Diss-Track reagiert, aber habe ich jetzt die Zeile hier vorgelesen, könnt ihr nochmal angucken. Ja, ich schalte mir direkt rein. Ich laber, glaube ich, viel zu schnell, aber das sollte man so machen im Intro. So, los geht's. Auf Lad, auf TikTok hoch. Ihr juckt mich alle nicht, Bruder. Ihr juckt mich alle nicht. Ich hab Twitch für mich schon durchgespielt vor 3 Jahren, Bruder. Vor drei. Ich hoffe, man hört nicht Regen gerade. Hat es gerade angefangen zu regnen, Alter. 3 Jahren. Ich hab Videos gedreht. Da wart ihr alle nicht auf dieser Plattform mit mir zusammen. Deswegen denkt nicht, dass mich das juckt, Bruder. Ich reg mich kurz darüber auf, gebe ein, zwei Punches zurück. Jetzt hast du wieder diese Heulsuse und diese Ahlen-Dings von mir bekommen. Kein Problem. Trotzdem habe ich übers Wochenende mein. Also hier zum Erklärung, Champ Rock hat gerade selber den Diss-Track also sich angehört und jetzt regt er sich über die Zeile auf. Und man muss sagen, hier geht es gar nichts, glaube ich. Keine einzige Zeile so richtig unter die Gürtellinie. Alles so ein bisschen oberflächlich, sage ich mal, was eigentlich auch bekannt ist. So ein bisschen Gronkh ist ein H, so wie Honk. Wow. So, ja. Inscope ist fake wie Mikey's Submarathon. Ja, wow, so, ja. Klamotten ausverkauft. Wie weit ist denn bei euch gerade? Wann kommen die neuen Klamotten? Ich habe richtig Bock, für ein T-Shirt 50 Euro auszugeben. Erzähl mal. Okay. Okay, man sieht aus Kyros da. Gut, hey, ich habe Hey, keinen seine Stock da. Modemarke läuft nicht so krass. Und jetzt? Nicht so ein Bluff und so ein Fake. Ich musste nie bei Leuten schleimen, um mit Leuten Videos zu drehen. Ich bin da, wo ich bin seit 4 Jahren. Mit meinen Jungs habe ich Vlogs gedreht. Mit Merk, mit dem du heute chillst, Bruder, habe ich 6, 7 Jahre. Wir haben zusammen in einem Bett geschlafen. Er ist einfach türkische Flair. Das haben wir vor 5 Jahren schon. Er ja, ist aber so. Nee, aber was mir jetzt überhaupt da nicht gefällt, Alter, der schreit die ganze Zeit. Aber und das steigert sich noch. Mir hat mal so einer gesagt, der war kleiner als ich, glaube ich, Kopf kleiner als ich. Und da, ich habe gefragt, Alter, warum redest du so laut und so schnell und so, ja, aggressiv. Der meinte, je kleiner man ist, desto lauter muss man reden, weil sonst wird man gleich übersehen. Jetzt glaube ich, Chambrock ist auch nicht der Größte, ne? Also vor allem nach der Logik so. Schon durchgespielt. Denkst du, ich nehme das ernst, Bruder? Ich komme nur live, um auf Videos zu reagieren, um am Start zu bleiben, um meine Klamotten. Viskyros, da guckt er, der kann selber nicht glauben, was da passiert. Ja, so saß ich auch, Alter. Was labert er die ganze Zeit da? Wie kann man sich da so künstlich aufregen? Ich glaube, dass es künstlich ist, aufregen, weil Chambrock schreit ja fast in jedem Stream, wenn es irgendwas geht. Klamotten zu pushen. Im November mache ich ein Gastro auf, während ihr am Schlafen seid, Bruder. Während ihr Diss-Tracks macht. Maximal unsympathisch, maximal unlustig. Hättest du mich vor 3 Jahren gedisst, wo du noch nicht diese Community hattest, die du heute hast. Hättest du vor 3 Jahren gemacht, wäre sportlich, wäre cool gewesen. Aber so, Bruder. Ja, komm, ich mache mit Casey einen Diss-Track. Oh, komm, wir machen gegen Abu. Ich nehme alles sportlich und nicht persönlich. Aber dass du mein Video am Anfang musst. Ah, gar nicht sogar am. Ja, er nimmt alles sportlich, ne? Persönlich, das ist nur TikTok sportlich. Junge. Gerade, weil er jetzt ein bisschen Zahlen hat, dass er denkt, dass er einen Diss-Track macht.
Dein District juckt kein Schwanz. Niemanden juckt's. Doch. Content hier und da, mach Content. Doch, mach mich. Mit 40 noch Content. Ja, mich dann auch natürlich jetzt, wenn er sich schon gemeldet hat, dann melde ich mich auch so, damit er nicht da alleine sich gemeldet hat. Nee, keine Ahnung, hat mich jetzt auch nicht District gejuckt, so, keine Ahnung. Und da hat er nur ein bisschen so gekitzelt, alle, die es gibt. Ich weiß gar nicht, ob Skyros selber da irgendwie so Scheibe abgekriegt hat. Wo ist SSS? Und Skyros neuer Server ist wie Flughafen Tegel. Verstehe ich nicht mal. Content, Bruder. Ich bin in 3 Jahren mit Influencing durch. Ihr könnt weiter Content machen. Mach Content, Digga. Also mach mich Content. Hat er... Mich hat er... Und vor allem, ich bin in 3 Jahren mit dem Ding Twitch durch und dann, das war's, ne? Keine Ahnung, das ist auch so, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob man so gerne solche Menschen auch guckt, die jetzt nicht mit der Seele dabei sind zu streamen oder so, ne? Also ich mache das jetzt wirklich auch, würde ich auch gerne öfters mal machen und auch Twitch-Stream und so weiter habe ich auch mal gemacht, aber ich habe wirklich keine Zeit. Ich arbeite Vollzeit, aber ich würde gerne das auch tauschen, so ist das nicht. Aber ich mache das wirklich nur hobbymäßig, weil ich auch keinen Cent damit verdiene, sieht man ja auch an den Zahlen, aber mache ich trotzdem. Und ich sehe auch nicht, dass ich in absehbarer Zeit irgendwie auch was verdienen werde. Und der macht das nur rein wegen Geld. Und würde man da jetzt so rein, wie heißt das bei Twitch, abonnieren, subscriben, subschenken und keine Ahnung. Läuft anscheinend irgendwie, aber ich verstehe das nicht. Der Track interessiert, Chat. Wie fandet ihr es? Hat's euch interessiert? Hat's euch gejuckt? Mich hat's gejuckt. Alter, ich wollte mit meiner Community chillen, streamen. Ich habe vorgestern Geburtstag gehabt. Über wen ich hier gerade reden muss, Bruder? Mich hat's gejuckt, weil Edis... Mich hat's gejuckt, weil Edis ist ja auch... Also der ist ja auch mittlerweile eine so große Nummer... Ne? So, deswegen hat mich das sehr stark interessiert, ne? Und der Grund natürlich, warum man jetzt mal bei einem Giant Brock mal reinguckt, ist halt, weil er halt auf den großen Edis jetzt mal reagieren darf, ne? Und das ist halt, deswegen kriegt er da kurz seine Aufmerksamkeit, ne? Das ist halt das Ding, ne? Bruder, alle haben Geld verdient. Wo sind sie heute alle? Hä? Haben sich verkauft für Casino-Deals oder nicht? Und ich rede nur das, was im Internet ist. Mischt keine persönlichen Sachen ein. Ist besser für uns alle. Vertraut. Da frage ich mich, mit wem redet er da überhaupt? Warum schreit er so die ganze Zeit, ne? Weil der schreit gerade seinen Chat an, die ihm sowieso die ganze Zeit nur zustimmen. Ich lese gerade seinen Chat, aber keine Ahnung. Ein böser Mann, seriöser Geschäftsmann, dies, das, ja, keine Ahnung. Und wahrscheinlich welche Insider bei denen, aber... Und mir ist besser für uns alle. Nein, für dich ist es besser, wenn wir deine Ordner mal nicht aufmachen, Jan. Ne? Jetzt kommt Skyros mit seinen Ordnern. Ja, das ist auch so ein Ding. Keine Ahnung, ob ich das jetzt feiern soll oder nicht. Wahrscheinlich deswegen ist auch Distrack mit seinem Server, weil da wohl ganz viele Sachen jetzt sind. Ja. Weil der Presse ungefähr alle so, ich habe auch einen Ordner über dich. Ich habe auch einen Ordner über dich. Über mich natürlich nicht, aber sonst über ihn. Jeder sollte mal auf sein eigenes Privatleben lieber gucken, ne? Das ist, würde ich lieber einen Gang zurückfahren, ne? Wie sehr du da Edis ans Bein pissen willst, ne? Ja, und oder überhaupt. Das meine ich auch. Skyros reagiert jetzt auch nur auf Chambrock, aber macht jetzt so Ansagen, dass ich packe meinen Ordner aus. Ja, lass sie doch eigentlich so, kann man gerne drauf reagieren, aber nicht so einmischen, dass die Sachen zwischen beiden jetzt klären, so Chambrock gegen Edis. Keine Ahnung, wie das ist jetzt überhaupt. Aber, ja, und nicht Skyros, jetzt sind sie dazwischen, jetzt mit seinen Ordner ankommen. Das finde ich auch so, keine Ahnung, schwach ein bisschen, muss ich sagen. Aber ich habe nichts so richtig böses Blut gegen Skyros, auch nicht gegen alle anderen, so, ja. Ob was du da für Eier raushaust gerade, ne? Was, ein Film wie unnötig. Was heißt denn böses Blut überhaupt? Nee, also das ist jetzt schon irgendwie so private, mitmenschliche Interaktivität vorausgesetzt. Nee, ich finde jetzt nicht so ganz unsympathisch, aber auch nicht so super sympathisch, Skyros, dass ich ihn ins Interview überhaupt so, sag ich mal, konsumieren will. Und ich schwöre auf meine Mutter, wenn er mir schreibt, ich werde nicht antworten. Ja, ich schwöre auf... Was will ihr, Obuto? Warte, wer schreibt dir? Was, ihr Anwalt, Mannwalt? Sag mal, ich will für mich selber reden. Ich habe den Chat nicht mal gelesen. Der ist ja hart am Arsch. Wie kann dein Ego so gekränkt sein, Bro? Glaub mir, der... Wegen einem Spaßtrack. Er redet wegen einer Line seit 10 Minuten deswegen. Ja. Obito, bist du noch im Chat, mein Bruder? Wenn du keine Ahnung hast, halt deine Schnauze. Hast du mich verstanden?
Hast du gehört, Obito? Ja? Halt deine Schnauze. Und wenn ich noch 40 Minuten darüber rede. Und noch 50 Minuten darüber rede. Du hörst doch diesen Spaß, die gab auf 40 Minuten zu deswegen, oder? Richtig. Wegen einer Line. Richtig. Hier geht's um eine Line. Richtig. Hier geht's um eine Line. Dass ich mit dem sowieso kein gutes Verhältnis habe. Richtig. Es geht richtig um Krieg. Es geht um Krieg. Er von mir zu sagen und sagt, er heult wieder rum. Richtig. Was erlaubst du dir? Darum geht's hier. Komm mal, Würfelpark. Komm mal, Stadtpark. Und wenn ich will, richtig 80 Stiche in deinen Hals, Digga, auf dem Würfelpark in GTA. Mach du doch auch mal zu und geh 10 Minuten. Zeig mal. Rede mal 10 Minuten in deinem Stream. Keiner hört dir zu. Niemand. Deswegen bleib deine Meinung für dich. Rede mal, ich weiß nicht, wer ich bin. Und geh nicht auf den Sack. Richtig. Verstanden? Ich mach das noch 3 Jahre, dann bin ich durch, Alter. Hast du mich verstanden? Ja, hab ich ja schon dazu gesagt, dass du nicht die schwächste Aussage. Ich mach nur das 3 Jahre und dann bin ich durch. Ja, cool. Keine Ahnung. Verstanden? Ob du mich verstanden hast, Alter? Denkst du, irgendeiner braucht dich hier in diesem Du Schwanz, hä? Denkst du, irgendein Schwanz juckt deine Meinung? Richtig, du Schwanz. Denkst du, einer juckt deine Meinung? Denkst du, irgendwelche Zahlen jucken mich aus seit 10 Jahren auf YouTube? Ihn jucken nicht die Zahlen, aber da hat er, keine Ahnung, 6 Millionen das gekauft, da, Geld, da, ich mach das nur 3 Jahre, aber nee, Zahlen jucken mich nicht. Meine Marke ist ausverkauft! Auch immer? Ja? Denkst du, irgendeiner von denen juckt mich? Hä? Die sollen mal ihre Casino-Streams machen, denkst du, mich interessiert das? Vor 3 Jahren hat er nicht gebellt, hä? 10 von diesen Leuten können nicht über mich reden, weil wenn ich rede, guckt ihr keinen mehr von denen. Keiner mehr. Richtig, genau. Ihr kennt diese Menschen alle nicht persönlich, Bruder. Genau. Ich rede nicht umsonst 10 Minuten lang. Ihr müsst die alle privat kennen, Alter. Und wenn ihr das nicht kennt, dann habt ihr alle keine Ahnung. Heult da rum, weil er vor der John Brooks in Diva war vor 2 Jahren, ja? Mit 24, 25. Richtig. Er ist Ü30, Bruder. Ü30. Ist so. Was suchen Millionäre mit Ü30 noch auf Twitch, Bruder? Ja, Bruder. Nein, das darf man da nicht machen, weil Millionäre müssen da irgendwie so Highlife führen und, keine Ahnung, Dubai chillen, ne? Olum, was sucht da einer noch? Auf Twitch noch? Ja, was erlaubt sich Edis? Sag mal einer. Die YouTuber waren doch alle Schwänze damals, oder nicht? Richtig. Ihr seid alle YouTuber und Streamer geworden. Ja. Wo wart ihr alle in der Corona-Zeit? Richtig, wo wart ihr in der Corona-Zeit? Wer hat denn die ganzen YouTube-Dings hier alles rasiert? Hä? Wer hat denn auf einmal... Er hat rasiert in der Corona-Zeit, ne? Wo waren alle, ne? Früher hat man natürlich, okay, schwach, aber ich weiß nicht, ob Edis das jetzt gemacht hat. Natürlich hat man gesagt, yo, du bist nur ein Reaction-Streamer und dann irgendwie so, keine Ahnung, auch alles gewendet, dass alle so, auch jetzt in Twitch, alle Rapper sind so, keine Ahnung, nicht alle natürlich, aber viele und auf YouTube so drinnen gehen so und damals hat man das noch gedisst, sag ich mal, aber... Alles das war gemacht. Wo habt ihr das denn alles gelernt? Wo habt ihr es gelernt? Wo habt ihr Streamer gelernt? Habt ihr bei Monte gelernt, wie man streamt oder was? Voll lustig, ne? Wie die zwei erwachsenen Männer sich da anschreien, aber nicht selber gegenseitig sehen, ne? John Broke hat das Streamen erfunden. Türkischer Flair, Bro. Ich muss auf die seit 3 Jahren reagiere. Richtig. Seit drei Jahren. Habt ihr alle Highlight-Kanäle aufgemacht. Ihr wart am Schlafen, als ich vor 3 Jahren schon am Rasieren war. Digga, geschlafen habt ihr. Ihr wart am Schlafen. Ihr Schwänze. Richtig. Und dann will ich auch 10 Distracks nicht. Ganz genau. Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden? Ihr müsst... Ah, in Jugend die 10 Distracks nicht, ne? Aber diese eine Line, die gar nichts so Böses hat, dann regt er sich so künstlich auf. Ich weiß gar nicht, ob das seine Art ist oder nicht, keine Ahnung. Miteinander 100 Videos drehen, weil ihr alleine keine Aufrufe macht. Genau, weil ihr niemand alleine seid. Alleine habt ihr niemanden. Richtig. Und niemanden. Er ist der Krasseste, ihr müsst wissen. Ich hab keine Ahnung, wer das ist, Alter. Ich geh mit unserem und mach 2000 Aufrufe in einer Woche. Richtig. Ihr müsst gemeinsam Videos drehen. Halbe Million macht der Aufruf in 10 Minuten, wenn das Video geuploadet ist. Das seid ihr seit Jahren. Aber dieser Schwanz macht seit 5 Jahren alleine Aufrufe. Alleine. Olum, alleine. Und mit einem geklauten Logo hat er 6 Millionen Euro umgesetzt. Ja, nee, ist anstrengend, eigentlich zuzuhören, aber lustig auch, oder? Was sagt man dazu? Ja! Was sagst du dazu? Hä? Du hast nicht mal ein T-Shirt verkauft für 50 Euro! Sag mal! Ich hab mit einem Boah, der hat jetzt wieder was verkauft, aber die Zahlen jucken gar nicht, Alter. Was sagst du dazu, dass Kinderarbeit wahrscheinlich dahinter steckt oder sonst irgendwer, hä? Was sagst du dazu, hä? Sag mal! Rede mal! Ich bin kein Rapper! Ich brauch keine Distracks machen, ich bin kein Rapper! Reicht das auch jetzt? Ich bin froh, dass er mich in dem Track nicht als mit Beleidigung oder sowas gemacht hat. Aber oder, ich bin's bei ihm persönlich, weil diese Leute waren vor 2 Jahren an meinen Eiern. An meinen Eiern war der! Paket, das war ihr! Wallah, Edis hat Angst gehabt vor mir! Angst gehabt hatte der! Noch nie, weißt du warum? Noch nie! Komm weil doch, ich seit Jahren schon rasiert hab, während wir am Schlafen. Edis, wer bist du denn eigentlich? Wart ihr. Richtig! Macht ihr alle Brands, ha? Macht ihr mir auch krass oder was, Alter? Ich kaufe auf 80 Euro ein T-Shirt, wie viel kauft das einer? Ha? Sag mal, wer kauft dein Shirt, Edis? Laber mich nicht dicht, Alter, mit einer 0,5-Sekunden-Line in deinem Track. Hast du mich verstanden? Was erlaubst du dir, dass du sagst? John Brock Holt, Herr Holt, weißt du mal, wer ich bin? Weißt du mal, wer ich bin, Junge? Ihr seid alle schwer. Das waren mal krasse Cuts, ne, dazwischen. Ey, Obito, du im Chat, hörst du mich, Obito? Hörst du mich, was ich rede? Du Schwanz. Ja,
Merz habt ihr keinen Content. Denkt ihr, Elias ist doof, dass der Elias, dass der den Merz in seinen Kreisen reinholt? Weil Merz der maximal unterhaltsamste Mensch in Deutschland ist. Richtig, der krasseste Streamer. Merz ist der offiziell. Offiziell. Ich mach. Hat der Merz gedisst? Merz Abi Mula ist Rapper, YouTuber und dann Twitch. Aber es kommt noch Sukuklu Yamuta. Das hat auch der nicht verstanden. Okay. Merz redet ja nicht vor Kamera. Wallah, ich mach's public. Merz ist der krasseste Motherfucker, den es gibt. Ich hab irgendein Problem mit Merz, aber frag ihn mal, ob da alles okay ist. Ey, also, keine Ahnung, dieses auch. Ich muss sagen, ich hab Jump Rock wirklich so ein paar, sag ich mal, Chancen gegeben, dass er irgendwie, keine Ahnung, eben so ein bisschen angeguckt. Aber der war immer so unsympathisch. Da habe ich mal so in den Stream einfach so reingeguckt. Ziemlich langweilig und dann schreit er einfach nur rum. Seine Meinung ist zählt und das war's eigentlich so ungefähr. Und? Ja, weiß ich nicht. Diese ganze, wo er versucht hat, noch irgendwie Mois zu verteidigen, beziehungsweise die Brüder auch von Mois und dass die hier, ja, Mois, seine Ex, hier Anis, ja, Anis, hat er doch hier was geschenkt und zwar hat er Küche ihr geschenkt und dann denke ich mir, Alter, das war, also der. Nee, hier steht das nicht, aber wirklich so ein Neandertaler so denken, ne? Wie er das gesagt hat noch. Und dann dachte ich, Junge, da hat er sich das versucht, irgendwie noch schön zu reden, wie er das gemeint hat und so weiter. Aber nee, Alter, so, weißt du, der regt sich so wie jetzt. Hat er auch damals im Stream einfach so künstlich immer gesteigert und gelabert. Aber man sieht, dass es doch künstlich ist, dass er da nicht so labert, ja? Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich seine Meinung ist, dass hier man Frauen eine Küche schenkt, nicht man zusammen eine Küche kauft als ein Paar, ja. Und ja, Merz will ich überhaupt nicht anfangen, jetzt über den zu labern, aber das ist doch jetzt überhaupt so, keine Ahnung, ist auch nicht das einzige Mal, sag ich mal, aufgefallen, dass er irgendwie so komisches Bild von Frauen hat. Das war schon mal öfters mal. Und das habe ich auch dann mal, damals schon während der Kellerzeit und alles cool. Und er war ja auch cool mit der Keller GmbH und so weiter. Schon mal so gemerkt, Alter. Da kommen 1000 Menschen immer so ausgewechselt. Der war da. Aber kein einziges Mal war irgendwie so eine Frau dabei oder so. Keine Ahnung, ein bisschen Diversity dazu haben. Nee, nur Jungs, nur Dings. Und die Frauen wahrscheinlich nur hinter der Küche müssen sein oder so. Ne? Überhaupt kein Wort zu sagen, keine Meinung zu haben. Und wie spricht eine Frau was gegen sich? Jetzt rege ich mich künstlich hier auf. Nein, tue ich nicht mich künstlich aufregen, aber vielleicht rede ich jetzt, habe ich jetzt zu viel interpretiert, aber das ist halt so jetzt mein Eindruck, sage ich mal, was ich damals mitgekriegt habe mit der Keller GmbH-Zeit, wo noch alles cool war. Aber auch später, da gab es ja keine Frauen. Man hat nur irgendwelche sexistische Sachen gehört, was ich jetzt nicht sagen soll, jetzt muss man alle canceln, vor allem damals so, aber man hat auch nicht gesagt, jo, das ist einfach nur Witz oder keine Ahnung, sondern man hat nur sexistische Scheiße gehört und das war's. Ja. Und noch schade finde ich, dass jetzt irgendwie Maestro versucht zu verteidigen. Ich habe wirklich gedacht, Maestro ist so einer der Guten von der Kehler-Zeit und also der letzte Gute, sage ich mal. Ja. Naja. Gucken wir einfach weiter. Dreht alle mit Merz und ihr wollt alle Content haben. Richtig. Macht ihr doch. Ist doch nichts Böses, Bruder. Er ist ein lustiger Dude. Aber für euch alleine juckt sich keiner. Und da könnt ihr auch jetzt mit euren Zahlen flexen und sagen, nee, ich habe jetzt in meinem RP auch so und so viele Zahlen. Oder auf meinem Konto und hier und hier. Ihr dreht mit Leuten Videos, die Hype haben, Bruder. Ja. Ihr macht das alle zusammen. Weil ihr alleine nichts seid. Aber alleine juckt ihr. Aber Zahlen zählen doch nicht, hab ich wieder. Klein, Alter, deswegen red nicht über meine Eier und disst jemand anderen. Keiner will von seinen Eiern reden. Red nicht über meine Eier. Bruder, nicht über meine Eier, Bruder. Okay. Red doch nicht, Edis. Langsam, Edis, kann kein Wort besser. Edis, sollen wir dich wegnehmen, Edis? Was glaubst du? Ich nehme es so ernst, wie ich will. Kein Zuschauer zu entscheiden, wie ernst ich etwas nehme. Was glaubst du, Edis? Jetzt werden Clips kommen auf TikTok und die können mir genauso einlutschen. Richtig, ihr auf TikTok, jetzt kann mich mal schauen. Ich bin gerade nicht der Gehypteste auf Twitch. Nein, ich hab auch nicht die Gehypteste. Merz ist der Krasseste. Hab ich nicht mehr, ist kein Problem, Bruder. Aber ich hab mein Geld schon lange gemacht. Das bedeutet, ich muss mit den Leuten kriegen. Genau, das bedeutet, jetzt kann ich wie ein Asozialer sein. Ja.
Geld gemacht, das war's. Nee, das Einzige, was zählt, ist Geld heutzutage. Nicht, dass du ein gutes Vorbild bist. Nee, dass du Werte vermittelst, wenn du Reichweite hast. Nee, du hast dein Geld gemacht, hast ein gewisses Ziel gesetzt. Ich will, keine Ahnung, Millionär sein, bist du Dings oder 10 Millionen oder was auch immer. Und dann, keine Ahnung, das Geld für sich alleine arbeitet und dann kann er scheiße sein oder was. Ich verstehe so einen Gedankengang nicht. Sein. Habt ihr das verstanden? Ich habe mein Geld gemacht und jetzt kann ich zeigen, was ich für ein Mensch bin. Ihr Vollidioten. Ihr versteht das nicht. Ich habe 6 Millionen... Nee, falsch. Ich verstehe den Gedankengang. Ich verstehe nicht jetzt wieder, keine Ahnung, wie viele Abonnenten da Subs hat, wie man das überhaupt sehen kann, aber wenn man überhaupt so ein, sag ich mal, Influencer supporten kann, der man merkt, dass er alleine wegen Geld das macht. Ja, keine Ahnung. Menschen Euro gemacht, ich bin was Besseres. Was glaubt ihr, wer ihr seid? Hä? Wo du selber darüber redest. Du bist nichts, du hast nur 0 Euro gemacht. Und ich bin Millionär. Deswegen kannst du mich nicht dissen. Du kannst nichts gegen mich sagen. Glaubt ihr, Elias ist dumm? Hä? Okay. Hä? Wer ist der krasseste Streamer in Deutschland? Denkt ihr, Monta hat Reaction erfunden? Ich hab auf Reactions reagiert. Da habt ihr noch reacted auf Reactions, ihr Vollidioten, Digga. Ich weiß selber nicht... Moment. Auf Reactions reagiert. Da habt ihr noch reacted auf Reactions, ihr Vollidioten, Digga. Ich weiß selber nicht mehr, was ich talke, so ein Ding ist, was ich hab gewesen, ne? Okay. Hallo? Hallo? Ich dachte schon, was labert der? Moment. Ey, sorry, Chat. Sorry, Chat! Mein Internet hat sich kurz mein IQ angepasst. Ist kurz hängen geblieben, Alter. Kleinen Moment. Kamera geht nicht, schon mal Exi. Und dann die Kamerahersteller. Glaubt ihr, ihr könnt mich boykottieren? Denkt ihr, ich merke das nicht, Tony? Seit 6 Jahren, ich streame hier seit 6 Jahren auf dieser Plattform. Auf einmal hängt meine Kamera, weil ihr mit Elias ein Produktplacement habt. Wollt ihr hier meinen Stream zu hängen bringen? Bruder, wo macht mein Bruder, wisst ihr, wer die krassen Kameras sind? Mert hat die krassesten Kameras in... Meine Kamera hat auch manchmal so ein paar Aussätze. Keine Ahnung warum. Aber ist mir auch egal. Ich habe auch normale Webcam da, die habe ich damals benutzt, jetzt benutze ich was anderes so als Test. Und das Beste wird, weiß ich noch nicht. So, jetzt hänge ich ein bisschen, Frame Drops. Aber jetzt geht's wieder. Entwickelt. Ihr habt alle keine Ahnung da draußen. Ich habe 6 Millionen mit meiner Fake-Marke gemacht. Und ihr chillt mit Casino-Streamern. Ja, auf meinem Twitch-Kanal gibt es auch Casino-Werbung. Aber dafür habe ich 6 Millionen gemacht. Eine Sekunde. Ja? Ich bin was Besseres. Das macht der Computer, oder? Ich kann halt. Man kann alles machen, alles sich erlauben, wenn man damit Geld macht. Wenn man damit nicht erfolgreich ist, dann ist das erst dann verwerflich. Jetzt habe ich es verstanden. Danke, Chambrock. Ey, Sens, willst du mir noch... Ey, du willst mir Twitch beibringen, Digga? Hä? Wo wart ihr denn alle? Wo wart ihr denn alle? Ich habe YouTube gemacht. Hä? Wo war... Gute Zusammenfassung von seinem Twitch-Highlight. Wo wart ihr denn alle? Wo wart ihr denn alle? Ich bin groß geworden alleine, Digga. Ich bin alleine groß geworden. GTAP, wer hat's denn erfunden in Deutschland? Wer war das denn? Geht leider nicht. Ich starte eben neu, ja? So, ich mach kurz Neustart. Das reicht jetzt. Ich mach kurz Neustart, sorry. Kurz Neustart, mach kurz Platte hängt. Anna, habt ihr schon das Video geliked vom großen Edis-Chat? Hier ist der Link zum Video. Edis mittlerweile sehr erfolgreich, ne? Wegen Edis guckt man dann jetzt auch mittlerweile auch andere Streamer, die man normalerweise... Also ja, ich guck mal kurz, wie viel... Aufrufe, der jetzt hat. Oh, jetzt habe ich den Stream übersprungen. 100.000. Mhm. Platz 8 auf Trends. Oh, komisch. Ne? Oh, wo war ich denn jetzt? So. Ey, du willst mir Twitch beibringen, Digga? Hä? Wer hat's denn erfunden in Deutschland? Wer war das denn? Die Reactions sind keine Hobbys. Du bist so ein Opfer. Du bist voll der Rassist. Was? Du bist voll der Rassist. Nochmal. Müssen wir jetzt ans Bein. Das ist natürlich, das ist sehr sinnvoll, ne? Ja, genau. Du hast selber keine Hobbys, du bist so ein Opfer, du bist voll der Rassist. Was? Okay. John Brock hat Ego-Probleme. Weißt du überhaupt, wer das ist? Hä? Karte, was für Ego-Probleme? Du Schwanz. Bin ich wieder da? Sorry Jungs, ja, ich muss irgendein... Exi, lass das mal die Tage, lass mal irgendein Update drauf fahren, weil er macht das immer, wenn ich streame, 5 Minuten später hängt sich OBS auf und ich kann dann... Ich muss neu starten und selbst dann spinnt das ein bisschen. Ich komme dann nicht in die Einstellung rein von dem Videoaufnahme. Aber du hast doch 6 Millionen Euro. Kannst du doch OBS kaufen und selber Einstellungen machen. Gerät. Das war letztes Mal auch schon so, ne? Letztes Mal auch schon so, ja. Bruder...
Wie kann OBS sowas dir machen? Du hast doch 6 Millionen Euro damit gemacht, Alter. Warte mal kurz eine Minute, dann können wir weitermachen. Ey, John Block ist auch einer der ersten Menschen gewesen, die auch OBS eingerichtet haben, ne? Deswegen ach, weiß er auch. Ach so, der hat das sogar aha. Genau da Bescheid, was da falsch läuft, warum das Fehler ausspuckt und so und wie er das fixen kann. Er war wirklich einer der allerersten in ganz Deutschland, die Dings. Der hat ja auch ich damals da? Bei Stream Elements so Tutorials gemacht, auch wie man streamt und so. Ach so, aber das. Da mit türkischen Akzenten, ja. Ich dachte, ich habe immer nur indische Akzente gefunden. Die mit indischen Akzent reden. Klar, auf den Punkt gebracht, halbe Minute Video. Und dann wusste ich, mein Problem ist Gold. Okay, guck mal, ich möchte noch was Abschließendes sagen, ihr könnt das gerne noch. Letzte Sache, dann machen wir P weiter. Jetzt nochmal in erwachsener Form, okay? Genau, nochmal einmal jetzt. Okay, nochmal okay, wieder nicht mehr an der Talamodus. Wenn ihr TikTok-Kommentare sieht oder wenn ihr Edis reden hört, wie er sagt, das ist alles sportlich, weil er jeden gedisst hat, zieht dieses Argument nicht, weil richtig. Er mein Video am Anfang benutzt und sagt, Jan holt wieder rum und so. Genau. Er hätte von irgendjemandem, von wem auch immer die Videos nutzen können, aber hat auf mich diese Scheiße aufgebaut. Ganz genau, und deswegen warum? War das ich ernst gemeint. So, warte mal. Wenn ich das jetzt, das Video jetzt, was ich gerade mache, auf hochlade. Habe ich dann das, wenn etwas passiert, so keine Ahnung, nee, glaube ich nicht, aber wenn passiert, dass ich dann nur Jan Block zu verdanken habe? Ach scheiße, Alter. Da muss ich mir das nochmal zweimal überdenken, ob ich das überhaupt mache. Persönlich. Er denkt richtig, wahrscheinlich. Wir haben richtig Krieg, wisst ihr? Wir haben richtig Krieg. Wird er sagen, und er muss ja nichts retten, Bruder. Was soll genau. Er denn retten? Genau, man kennt ja den Weg. Der muss, Alter, dieses abgehobene Gelaber. Nee, da werde ich gerade ein bisschen auch aggressiv, Alter. Eh länger ich das höre. Ich dachte, ich würde das locker flockig durchhalten, aber nee, jetzt werde ich auch aggressiv, Alter. Wie er gerade geguckt hat, so zu wissen. Wir haben richtig Krieg. Wird er sagen, und er muss ja nichts retten, Bruder. Was soll genau. Er denn? Genau. Werde ich auch aggressiv, Alter. Keine Ahnung. Man kennt ja den Krieg zwischen KuchenTV berichtet ja täglich eigentlich zwischen Jan Broke und Edis. Ihr kennt ja den Krieg dazwischen, ja? Genau. Weil ich dich einfach nicht leiden kann. Noch nie. Richtig. So. Ich kann nichts dafür, wenn du bei einer Plattform vom Ilias stattfindest, ich muss halt trotzdem reagieren und trotzdem cool reden. Das nennt sich Business. Weißt du ja am besten, wie man genau. Mit Leuten schreibt, damit man mit auf Kampf mit ihnen Videos drehen kann. Ne? Okay, die zweite Sache ist, also wenn ihr euch das verkauft auf denen, sportlich dies, das, ist Quatsch. Genau, das lasst euch nicht verarschen auf TikTok. Sportlichkeit ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das zweite ist, ich nehm's auch nicht mal persönlich, sagt, aber das ist rum, Quatsch. Lass mich nicht 10 Streams finden, wo du selber rumholst. Richtig, genau. Okay? Richtig. Edis, hör auf zu heulen. Skrulls hat sich eigentlich. Skrulls wieder live am Gucken, ja? Guck mal, liebe Grüße auch an Skrulls. Ist ja aber auch logisch, dass ein Skrulls auch für Edis redet. Weil ich ja damals, das hat Skrulls auch in seinem Video gesagt und das stimmt auch, ich habe ja auf das Video reagiert, wo er mit Tanzverbot Stress hatte. Und war dann gegen Edis, ja, weil Grund, er richtig. Leute gedeckt hat, die Casino-Streams machen. Gedeckt hat, ja, okay. Ich wusste aber nicht, dass sie miteinander okay, befreundet sind. Und, hat und war damals in meinem Elan im Kopf noch schlimmer drauf und hab Edis abrasiert, das war's. Abrasiert. Daraufhin kam von Edis so ein Text. Krass, ich habe ihn ein, zwei Sprachen zurückgeschickt und das war's. Ja. Ich find's nur lustig, dass man 3 Jahre später versucht zu dissen. Das ist doch vor 3 Jahren, wo ich selber noch daran Spaß hatte zu dissen. Abschließende Worte. Ja, ich bin eine arrogante Diva, die heult. 100%. Und mit dem geklauten Logo von Kudu, deswegen kannst du nochmal anrufen. Und ich bitte in meinem Namen bei Kudu bedanken. Ich habe damit 6 Millionen Euro umgesetzt. Mit dem geklauten Logo, okay? Oh, wieder 6 Millionen Euro. Ach, oh, gut. Mhm. Mit dem geklauten Logo 6 Millionen, Alter. Ja. Wird man über dich Geschichtsbücher schreiben. Können. 6, Leute, vergesst das nicht. 6 so. Millionen Euro. 6 Millionen Euro. So haben wir's. Ja? Tamam? Deswegen hätte er einfach tamam. Das Video so gemacht, ohne dass er am Anfang mein Video benutzt. Ich schwör auf meine Mutter, ich werde nicht mal drauf. Walla, auf meine Mutter. Aber würde mir nie in Träumen kommen, dass ich auf sowas schwören würde, ne? Aber er juckt mich wirklich so 0%. Na, ey, das juckt mich 0%, Leute. Ich hab doch nichts mit dem am Hut, er juckt mich doch gar nicht. Ja, ich hab Krieg mit ihm, aber der juckt mich doch gar nicht. Er soll sich wirklich schätzen. So. Aber er soll sich nicht auf seine Reichweite gerade einbilden, Bruder. Genau. Ach so. Aber du auf deine 6 Millionen Euro, ne? Richtig. Edis soll aufgeklaute Mark. Soll jetzt nicht denken, er wäre Mert. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt wollt ihr alle. Sucht ihr haben die Stars und jetzt wollt ihr. Achso, Edis denkt, dass er Mert wäre. Soll nicht denken, er wäre Mert. Und Mert ist jetzt der Coolste, oder was? Ich weiß gar nicht, was Mert überhaupt macht. Keine Ahnung. Das, was ich meine. Das einfach. Richtig. Okay? Das einfach. Richtig. Der größte Diss ist. Weißt du, was der größte Diss ist, Digga? Ja, sag, Digga. Pass auf, Digga. Ich sag, dass man cool, denkt, man ist LFDUA, dass man ein T-Shirt für 50 Euro verkauft. Dass man seinen Zuschauern ein T-Shirt für 50 Euro verkauft. Das genau. Ist ein Diss, Bruder. Das ist ein Diss, genau. Das ist ein Diss. Ach so, weil man damit Geld macht. Ja, ich verstehe. Nur wenn man Geld macht, dann kann man sich dissen, sonst nicht. Ah ja. Das ist ein Diss. Er sagt die ganze Zeit, war Spaß und so. Okay, er darf nicht entscheiden, ob ich das als Spaß sehe oder nicht.
Genau, er darf das nicht entscheiden. Weil mit Abu Goku, mit Matt und so ist er ja cool. Das ist genauso wie als Case Rebel Ratar gedisst hat und Haftbefehl. Fünf Leute nehmen nicht ernst und die Community sagt ja, Mann, er hat den gedisst, aber nicht jeder nimmt das sportlich. Ich. So, okay, Leute. Das geht halt die ganze Zeit so. Die scheinen, dass ich so an, dass hier Chambrock nun Geld gemacht hat und bla bla bla. Andere sind nichts wert. Dann sagt er, ja, ich höre jetzt auf, ich beruhige mich, ich mache jetzt einen entspannten Stream und dann werde sie sich wieder in Rage und. Ja, jetzt sieht man, was das so ein Typ ist, Alter. So, keine Ahnung. Also, mir kommt er immer unsympathischer, ne? Früher dachte ich, oh, vielleicht ist er ein cooler Typ, so, keine Ahnung. Habe ich auch bei Mois gesehen, als ich da wirklich, oh, jetzt ruckel ich wieder, da noch bei Mois alles cool war, Kehler GmbH, und dann habe ich den ein paar Mal da gesehen, so, keine Ahnung, ich dachte, hey, hat wohl stabile Zahlen und so weiter, und ich dachte, ich kenne den gar nicht, gucke ich mal an, und dann habe ich so ein paar Streams gesehen, ja, okay, so kleiner Giftzwerg und schreit ein bisschen rum, aber vielleicht cool, ne? Aber das ist auch noch Neandertaler Denkweise die ganze Zeit, ne? Neandertaler Denkweise, dass da halt Frauen schickt man wohl Küche anscheinend. Dann halt dieses komische Denken, dass man halt nur wegen Geld halt hier Twitch-Streams macht und dass man wohl nur, wenn man Geld gemacht hat, da nur Meinung sagen darf und das schreiben soll. Und was kann man denn noch sagen? Jetzt ruckel ich wieder, ne? Jetzt geht's wieder. Ach, keine Ahnung, Alter, ist mir egal. Ja, und halt. Ja, ich verlinke natürlich Skyros seinen Stream da unten. Ja. Aber bitte gib mir auch ein Like, abonniert mich und was da noch? Schreibt in die Kommentare, wie findet ihr hier Chambrock? Vertretet ihr meine Meinung oder doch nicht? Oder habe ich mich da irgendwo jetzt vertan, dass er doch nicht so ist und dass er wieder alles klarstellen wird und im nächsten Stream wieder sich in Rage redet. Naja, egal. Schreibt mir das in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Geht jetzt? Ja. Und tschüss.